Hi Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich ein Tutorial für euch zu diesem Look. Und zwar ist das, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich ihn nennen soll, aber es ist ein alltagstauglicher, bronziger, gesund aussehender, neutraler Look mit einem Pop of Color auf der unteren Wasserlinie bzw. mit den unteren Wimpern. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Ich finde, er sieht super toll und super gesund aus und ja, also jetzt folgt das Tutorial. Als erstes trage ich immer mein Soft Ochre Paint Pot von MAC auf dem Augenlid und auch unter dem Auge. Hier unten ist mein Spiegel, also nicht wundern. So, und einfach bis zu den Augenbrauen auftragen. Ich benutze es als Base und damit die Farben besser sichtbar sind. So, und auch ein bisschen unters Auge. Ich weiß, das sieht jetzt sehr hell aus. Aber, also mein Concealer, also mein Abdeckstift, der hält dann auch immer länger, wenn ich diesen Paint Pot auch unters Auge mache. Am besten auch hier richtig rein, hier an der Seite, weil da habe ich oft dunkle Schatten. Also wenn ihr das Problem auch habt, am besten hier auch richtig rein. Als nächstes nehmen wir uns einen Lidschatten. Und zwar machen wir das heute so, dass wir erst die Farbe für unsere Lidfalte benutzen und dann die Farbe für das Augenlid. Also ich benutze jetzt Expensive Pink von MAC, aber ihr könnt, also es ist egal, es sollte einfach nur ein heller Pink-Golden-Ton sein oder ein rosa. Ja, so ein rosa, der ist jetzt rosa-golden. Dann nehmt ihr euch einfach so einen Blendepinsel, das ist jetzt einer von Sigma, SS224. Nehmt euch einfach ein bisschen Produkt und setzt es genau in die Lidfalte, also genau hierhin. Von hinten nach vorne. Ihr könnt es auch erstmal ein bisschen pressen und danach verblenden. So. Dann als nächstes nehmt ihr euch einen matten, weil der ist ja so ein bisschen schimmrig, ne, mit dem Golden, einen matten Braunton. Ich habe jetzt hier von Bobbi Brown Taupe. Aber es ist egal, also einfach ein matter Braunton, der ist jetzt so ein bisschen braun, braun-grau. Aber einfach einen schönen matten Braunton. Ihr könnt auch einen Schokoladenbraunton nehmen, das sieht auch sehr gut aus. So, dann nehmt ihr euch einfach einen Pinsel, das ist jetzt einfach hier so ein flacher, der ist auch von Sigma 239, das ist noch die alte Beschreibung. Und dann nehmt ihr euch auch noch ein bisschen Farbe und setzt das aufs ganze Lid. Am besten geht ihr damit auch nur bis zur Lidfalte. Also bis, ihr überlappt damit ein bisschen das Expensive Pink, weil das ja auch ein bisschen aufs Augenlid drauf gekommen ist. Aber nicht über die Lidfalte gehen, also einfach nur aufs ganze Lid auftragen, aber nicht über die Lidfalte. Und danach nehmt ihr euch nochmal den Blendepinsel, den ihr vorher hattet, oder auch neun, aber warum neuen nehmen, wenn man den auch benutzen kann. Und verblendet es einfach ein bisschen, damit der Übergang ein bisschen schöner ist. Dann als nächstes nehmt ihr euch einfach einen schwarzen Kajal. Ich benutze den von P2. Diesen steht jetzt leider nichts mehr drauf, aber diesen dreieckigen, den ich euch schon ganz oft gezeigt habe. Und tragt das auf die, also ich mache das auf die Wasserlinie und oben nochmal Tightline. Mache ich jetzt auch. Die beste Methode zum Tightline ist einfach den Kajalstift reinmachen und das Auge zu und dann einfach nach vorne ziehen. Also falls ihr damit irgendwie Probleme habt, ich finde das am einfachsten. Natürlich auf beiden Seiten. Viele von euch mögen es ja nicht, wenn es auf der Wasserlinie ist. Ihr könnt auch einfach nur einen Braunton nehmen und das dran machen. Ich finde bei mir halt schwarz irgendwie zu dem Look schöner. Aber ihr könnt natürlich auch einen Braunton nehmen oder es komplett weglassen, wenn euch das nicht gefällt. Aber ich finde es ganz schön und besonders, wenn man noch Mascara und so drauf hat, finde ich, kommt das dann alles so zusammen. Aber, also ich habe es jetzt auf der Wasserlinie und oben auf der Wasserlinie. Dann nehme ich jetzt mein Make-up. Ich mache jetzt mein Make-up drauf. Und zwar benutze ich das von Bobbi Brown, Luminous Moisturizing Foundation. Ich habe die Farbe Natural 4. Davon nehme ich mir einfach ein bisschen, ich benutze nicht viel Make-up, ich nehme mir einfach mal ein bisschen auf meinem Handrücken. Erstmal so. Presse ich nur so ein bisschen drauf. Ich nehme das meiste Produkt in der Mitte von meinem Gesicht, ne? Also hauptsächlich hier so. Und dann verblende ich Falls das dann Falls ihr noch mit dem Lidschatten hier zu weit runtergegangen seid, das merkt man auch, wenn er zu weit nach unten ist, dann wird das Auge so runtergezogen und dann sieht man so traurig aus, weil die Augenwinkel so nach unten zeigen. Dann könnt ihr euch einfach den Pinsel nehmen und so leicht nach oben. Und es ist total gut, dass der hier so
rund ist, weil man kann total schön dann den Lidschatten wegradieren mit dem Make-up und das Auge sieht dann wieder gelüftet aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja mal meine Videos zum Thema Augenform verändern angucken, weil da ist es nämlich, also da zeige ich euch auch ein paar Methoden, wenn ihr zum Beispiel hängende Augenlider habt, was ihr machen könnt, oder zu weit zusammenstehende Augen oder zu weit auseinanderstehende Augen, da habe ich ein paar Tipps und ich muss sagen, es ist ziemlich gut bei euch angekommen, also falls es welche gibt, die das Video noch nicht kennen oder die Videos, das sind mehrere, nicht kennen, dann ich verlinke sie euch nochmal in der Infobox, dann könnt ihr euch die nochmal anschauen. Meine Methode ist immer ein Mix zwischen Pressen und so leicht Streichen. Also manchmal presse ich nur, dann streiche ich wieder, dann mixe ich das wieder. Weil ich finde, wenn man nur streicht, dann sieht man so Striche von dem Make-up und das finde ich nicht so schön. Also einfach schön einarbeiten. So pressen und ziehen. Und wenn ihr dann, also bis hier oben hin natürlich, bis zur Haarlinie alles schön bedecken. Ihr könnt auch ein bisschen über die Ohren gehen. Das geht jetzt über meine Ohrringe. Aber so ein bisschen über die Ohren, hier hinten hin und den Hals natürlich runter. Und wenn ihr das gemacht habt, dann mache ich das so als nächstes, dass ich Concealer auftrage. Und damit dotte ich einfach hier hin, gehe hier auch nochmal rein, weil wie gesagt, da habe ich die dunklen Augenringe und mache hier unten, das sieht aus wie eine Kriegsbemalung, ne? Und gehe hier unten, mache auch nochmal zwei Punkte hin. Und dann benutze ich erstmal einfach nur meinen Finger, meinen Ringfinger und verteile das so ein bisschen. Also einfach nur so einklopfen, ne? Ich muss sagen, dass ich das eigentlich ganz schön finde, dass er ein bisschen zu hell ist oder ein bisschen heller ist, weil ich dadurch total diesen Wachmacher-Effekt habe. Weiß jetzt nicht, ob man das auch erkennen kann im Vergleich, aber das finde ich total schön. Dann nehme ich mir mein Well Rested von Bare Minerals und einen abgeschrägten, also den gleichen, den ich für meine Foundation benutzt habe, nur in kleiner. Das ist auch einer von Sigma, Precision Angled heißt der, P84. Und nimm damit ein bisschen von dem Puder. Und ich nehme das mal so, dass ich hier das Puder habe und hier den Deckel. Und dann bearbeite ich das, also ich arbeite das dann nochmal richtig in den Pinsel ein und überschüssige streife ich so ab. Und dann presse ich eigentlich einfach nur so drauf. Und mache hier wie so ein Dreieck. Ich gehe hier runter und dann hier wieder hoch und fülle dann wie das Dreieck aus. Bei manchen ist es so, dass der Bereich hier hinten auch dunkler ist, dann könnt ihr das hier auch nochmal drauf machen. Also bei mir ist es hier nicht so dunkel, bei mir ist es eher hier drin immer ein bisschen dunkel. Deswegen mache ich immer hier drauf und dann wie gesagt das Dreieck hier runter. Aber bei manchen ist es hier hinten auch nochmal dunkel an den Schläfen, da könnt ihr dann auch nochmal das Puder auftragen. Das hält auch nochmal auf. Und ich hoffe, dann könnt ihr auch nochmal hier die Nase runter. Und ich hoffe, man kann erkennen, wie toll das diesen Brightening-Effekt habe, wie toll es einfach auffällt und wie frisch man einfach aussieht. Also wenn ihr jetzt nochmal kurz zurückgeht in dem Video und euch den Anfang anschaut oder wo ich nur das auf einer Seite drauf hatte, dann sieht man den Unterschied, glaube ich, ganz gut. Am unteren Wimpernkranz benutze ich jetzt von Kiko diesen Long Lasting Stick Eyeshadow in der Farbe 04. Das ist dieses schöne Goldbraun. Also braun mit kleinen goldenen Schimmerpartikeln. Das benutze ich jetzt am unteren Wimpernkranz, ein bisschen über die Hälfte gehe. Also aber eher hier hinten. Und dann könnt ihr nochmal euren Finger nehmen und es so leicht verblenden. Dafür braucht man eigentlich jetzt keinen extra Pinsel. Das kann man auch schön mit dem Finger machen. Ich habe jetzt an beiden Seiten einen Lidstrich gezogen mit so einem leichten Wing. So. Und damit der ein bisschen trocknen kann, weil wenn ihr jetzt sofort mit der Wimpernzange zum Beispiel reingehen würdet, dann würde, ihr kennt es vielleicht, dann geht manchmal ein bisschen von dem Lidstrich weg. Also bleibt dann an der Wimpernzange zum Beispiel kleben. Deswegen lasse ich das ein bisschen trocknen und gehe jetzt zu meinen Wangen. Als erstes trage ich meinen Highlighter auf. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Ich benutze meinen Dior Amber Diamond, weil ich finde, dass es mit dem Gold und dem Braun, was man auf den Augen hat, total schön harmoniert, weil das ja auch so ein bronziger Highlighter ist. Da gehe ich einfach hier mit dem Pinsel, das ist dieser spitz zulaufende in klein, Tapered Highlighter F35 von Sigma. Gehe ich da einfach rein. Und setze das hier auf meinen Wangenknochen und gehe damit auch so ein bisschen auf meinen braunen Bogen. So. Wenn ihr noch so ein Highlight am Auge setzen möchtet, hier drinnen, dann würde ich einen kleinen Pinsel nehmen. Das ist jetzt einer von Essence, dieser kleine lila, ne? Und einfach die zwei Farben nehme ich mir dann, weil die anderen sind ein bisschen zu dunkel. Eher so die erste Farbe. Klopfe das so ein bisschen ab.
und macht das einfach hier rein und blende das dann einfach mit der Kiko-Farbe, die ihr hier am unteren Wimpernkranz hattet, und gehe so ein bisschen hoch. Als nächstes benutze ich immer meinen Bronzer. Das ist der von Milani, der Powder Bronzer in 02 Medium. So. Und ein Pinsel, das ist einfach die größere Form auch, der so spitz zuläuft. F25 ist das hier. Und ich drücke den immer so ein bisschen platt, nehme mir hier die Farbe. So, und gehe damit dann, also ihr müsst nicht immer ein Fischgesicht machen, ihr seht es eigentlich von der Seite hier zum Beispiel, wie das bei mir reingeht. Und dann benutze ich das einfach hier. Und ich würde an eurer Stelle darauf achten, ich meine, es geht natürlich je nachdem, wie ihr Bock habt und nach was für ein Look ihr geht, aber ich mache das so, dass ich damit aufhöre, wo mein Auge anfängt. Weil ich finde, wenn man zu weit reingeht, dann sieht das Gesicht irgendwie komisch aus. Und also irgendwie sieht es dann aus, als ob die schon so einfallen. Ich finde, das sieht dann so ein bisschen krankhaft aus. Aber deswegen mache ich das immer nur so, dass ich hier hinten das mache, sozusagen bis hierhin, weil hier dann so mein Auge anfängt. In der Kamera sieht es viel, viel stärker aus, als es eigentlich ist. Also hier sieht es ja aus, als ob ich jetzt so einen dunkelbraunen Strich habe. In Realität sieht es nicht so aus. Aber natürlich könnte ich es so ein bisschen verblenden und dann gehe ich damit noch so ein bisschen in meine Haarlinie. Dann habe ich es dann nicht mehr so platt, dann habe ich es dann eher so, weil ich ja nur ganz wenig Produkt drin habe. Das kann man dann auch noch so ein bisschen so verblenden. Und hier unten auch. Und das macht man natürlich dann auf beiden Seiten. Nachdem ihr es dann auf beiden Seiten gleich aufgetragen und verblendet habt, nehmt ihr euch euer Rouge. Ich nehme jetzt von Milani Mai Tai. Ups, so rum. Und hier ein F10. Einfach so ein Pinsel. Ist eigentlich egal, ne? Damit nehme ich ein bisschen auf. Wie ihr seht, der ist sehr gut pigmentiert. Deswegen hier am besten wieder so ein bisschen abtupfen. Und auf eure Wangen, ich fange mal hier an, so in der Mitte, sag ich jetzt mal, ungefähr hier, am besten nicht zu weit hier vorne, weil dann sieht das aus, als ob ihr Rötungen um die Nase herum habt, was ihr ja nicht möchtet, sondern eher hier, und dann ziehe ich das einfach so ein bisschen nach hinten. Das ist in letzter Zeit so, dass ich jetzt mein Finishing Puder nehme. Ich benutze das Hourglass Ambient Lightening Powder in Dim Light, was ich euch in einem Video vorgestellt habe. Falls ihr das noch nicht kennt, dann verlinke ich euch das in der Infobox, aber wirklich ein super tolles Puder. Und hier diesen flachen Pinsel, den habe ich in dem Video auch erwähnt. Das ist F20. Also hier die Farbe drauf. Ist jetzt ein bisschen viel. So viel braucht ihr nicht. Und legt es wie so hier so hin und streift es einfach nur ab. Also das Puder darf man auf keinen Fall einbuffen, weil das dann nicht diese Wirkung hat. Nehme ich mir wieder ein bisschen und streife das hier ab. Und ich mache jetzt mal nur die Hälfte und ich gehe auch damit bis hier unten hin, weil da hatte ich ja auch mein Make-up. So, und ich weiß nicht, ob ihr diesen weich gezeichneten Effekt erkennen könnt. Also so sieht man das und ich finde, das sieht super schön aus. Dann nehme ich mir wieder ein bisschen. Nehme ich da mein Milani Brow Fix Kit, was ich euch auch schon 100-mal gezeigt habe. Hier die mittlere Farbe, also die hier. Und mache die einfach in meinen Augenbrauen. Ich weiß nicht, ich bin nicht so... Ich weiß, dass Augenbrauen eigentlich total wichtig sind. Und ich finde auch, dass sie einen Look total verändern können. Aber ich bin mit meinen Augenbrauen immer fertig mit den Augenbrauen. Und jetzt kommt Mascara. Ich nehme meine Wimpernzange und die Mascara, die ich heute benutze, das ist von Clarins, die Wonder Perfect Mascara. Da habe ich zwar nur so eine Probe, aber ich finde die so toll. Ich bin auch wirklich die ganze Zeit am Überlegen, ob ich sie mir nachkaufen soll. Ich habe auch auf Instagram ein Bild auch mal gepostet, weil, also da könnt ihr die Wimpern auch nochmal erkennen, wenn ihr sie jetzt nicht erkennen solltet gleich. Die zaubert wirklich einen super tollen Effekt. Also erstmal Wimpern biegen mit der Wimpernzange. Damit gehe ich ganz nah an ans Lid, drück so drauf, lass ein bisschen los, drück wieder drauf, lass wieder ein bisschen los, drück wieder drauf, damit die halt mit so einem Schwung sind. Weil sonst ist es so, wenn man von der Seite guckt, ist es einfach nur einmal gebogen und es sieht total komisch aus. Also am besten mehrmals biegen. Ich glaube, man kann ganz gut erkennen, wie toll die Mascara ist, ne? Ich finde, die trennt die Wimpern total schön und man hat auch total schönes Volumen danach, so von der Seite. Vielleicht kann man das erkennen. Aber ich finde auch, dass man das von vorne eigentlich sehr gut sieht. Und dann macht ihr so viele Schichten drauf, wie ihr Lust habt. Jetzt auf die unteren Wimpern. Ich setze das so an und mache diese Zickzack-Bewegung und ziehe das dann so nach unten. So,
So, das sind die Augen. Die Augen sind jetzt fertig. Jetzt auf den Lippen habe ich mir gedacht, ganz schnell hier einfach den Kate Moss Lippenstift, den ich euch in einem meiner letzten Videos vorgestellt habe. Das ist Tür 110. Davon mache ich jetzt einfach ein bisschen drauf. So. Also gar nicht richtig aufgetragen, nur so ein bisschen. Und verblende das mit dem Finger, dass ihr so eine leicht rosane Base habt. Und dann benutze ich von MAC Hug Me. Das ist so ein neutraler Braunton. Aber ich wollte es nicht ganz nude haben. Und also ich wollte nicht nur Hug Me auftragen, weil, weiß ich nicht, ich hatte jetzt keine Lust auf ganz nude. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das natürlich machen. Ich hatte jetzt aber auch keine Lust auf eine total krasse Farbe, weil ich wollte, dass dieser blaue dieser blaue Mascara von Kiko im Fokus ist. Und auf den Augen hat man ja eher so neutrale Töne, die dann auch total schön durchkommen. Ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen, wie schön es schimmert und wie toll es aussieht. Und deswegen wollte ich auf den Lippen relativ neutral mit so einem leichten pink-rötlichen Stich, damit es mit den Wangen nochmal so zusammenkommt. Aber das ist der fertige Look. Also ich hoffe, er gefällt euch. Mir gefällt er total. Das ist mein Sommer-Look, obwohl jetzt noch gar kein Sommer ist. Mein Spring-Frühlings-Sommer-Look ist das. Ich benutze es, also ich trage das super gerne. Ich habe das in letzter Zeit, auch wenn es mal ein bisschen dunkler draußen war, habe ich den trotzdem getragen, weil ich finde, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, kriege ich irgendwie gute Laune dadurch, weil die Haut total schön bronzig aussieht, total schön gebräunt aussieht und dann die Augen total schön neutral und dann mit diesem dunklen, also mit diesem blauen Lidschatten dann noch. Also ich finde das ein super schöner Look. Ich hoffe, der gefällt euch auch und ihr probiert es auch auf jeden Fall mal aus. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es hat euch weitergeholfen. Ich habe so ein paar Tipps und Tricks gesagt. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen, falls ihr die noch nicht kanntet. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.